Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Auch wieder mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, wir hatten gerade eine kleine Aufnahmepause und wow. Da hatten wir unten im Ikanöl wieder einen kleinen Angriff. Da mussten wir jetzt Lasertürme setzen. Also die Felder da unten, diese drei, das sind glaube ich drei große Basen. Das wird echt lustig da unten. Da Ja. müssen wir mal gucken. Des Weiteren haben wir dummerweise echt so langsam einen krassen Strommangel. Ja, deswegen fahre ich jetzt gerade runter zum Ikan Eisen. Der Deswegen bin ich hier leider gerade mit dem Zug unterwegs bin. auf Kohlemangel basiert. Oh, die greifen hier jetzt schon wieder rum. Ach so, okay, da hast du Lasertürme gesetzt. Alles klar. Alles gut. Alles gut? Gut. Ja, ich habe nämlich, ja, ich muss mal ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen, ich habe die letzten 5 Minuten geladen, als ich überfahren wurde. Das war mir ein bisschen zu viel. Weil man sieht es ja auch, wie viele Solarmodule und Akkumulatoren ich gerade dabei habe. Die habe ich alle in der letzten Folge fast am Ende verloren. Ja, das Nur durch wäre. dieses Missgeschick, dass ich eigentlich mit dem Zug mitfahren wollte, also das, was ich jetzt gerade mache, mir es dann doch anders überlegt habe, Enter gedrückt habe und genau in dem Moment ist er losgefahren und hat mich überfahren. Ja, und das waren dann doch ein paar viele Solarzellen, also. Ja, das war echt zu viel und wir haben ansonsten in den 5 Minuten nicht so viel gemacht, deswegen haben wir es jetzt einfach schnell nachgeholt. Und ja, dann seid ihr jetzt auch auf dem neuesten Stand. Ja, die Akkumulatoren sind leer, ne? Ach, Ja, ach. was habe ich dir gerade gesagt? Ja, gut, kümmere ich mich gerade mal drum. Ach, die Blueprints, die brauche ich noch. Wo sind sie? Hier. Zack. Dann muss ich ja die. Wo sind sie da oben? Vielleicht bräuchten wir hier ein paar mehr Drohnen. Tja, bau dir welche. Ja, Da ist bau schon dir wieder was welche. kaputt gegangen, wo denn diesmal? Oh Mann, Ach, da, oh. wo du mal was gebaut hattest. Ich denke, da hast du mal was richtig gemacht. Ich hab. Ja, nee. Hab ich auch. Ey, weißt du, wie viele Türme da stehen? Stehen wie 8 oder 10 Türme. Ja, reicht scheinbar nicht, würde ich sagen, ne? Na, merke ich. Also Akkumulatoren müssten ja langsam reichen, oder? Eine Menge her. Sieht schon gut aus. So. Hier ein Solarkraftwerk. Und hier, ja toll, hier steht natürlich so ein Drohnenhangar im Weg. Ach, da fällt mir ein. Hier wollten wir ja von, glaube ich, von beiden Seiten reinschaufen, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. So, und hier werde ich das jetzt mal so setzen, dass da noch nämlich hier eins hin kann. Bisschen platzsparender bauen. Durchlaufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es nochmal ab. Weil da passt eh nicht mehr hin. Ja, es macht ja keinen Sinn, hier komplett platzsparend zu bauen und dann hast du da unten Platz. Macht ja keinen Sinn. Das ist wohl richtig. So. Das passt hier noch dazwischen. Das ist perfekt. Ah, ich möchte bitte dann noch durchlaufen können. Machen wir es so. Ich habe auch noch einen Und. Oh. Drohnenhangar gebaut. Den Ja. werde ich mal. Das wird aber so nicht funktionieren, ne? Das ist außerhalb vom Was? Radius. Ja, natürlich nicht. Ich muss sowieso einen Drohnenhangar bauen. Ich habe einen, den setze ich aber hier unten hin. Alter. Ich setze dir mal Greifen mitten die ins denn schon wieder an? Erzgebiet hier kurz. Ja. Obwohl, Wo nee, ich greifen die jetzt kann schon die wieder nicht an? hier ansetzen. Irgendwo blinkt's doch die ganze Zeit. So. Ah, hier habe ich wieder gefailt. Komme ich Alles jetzt nicht durch? wieder Ah, oh, mal. shit. Bitte. Was? Hab dich nicht verstanden. Da hat's nur gepiept bei Ich habe mir. auch nichts gesagt. Okay. Ja, dann ist ja alles gut. So. War das ein Turm oder Ammo, ey? Das gibt's doch nicht. Alles schön abreißen nochmal. Ich habe das nämlich jetzt gerade falsch Ach gesetzt. nee, warte mal. Also nicht abreißen, sondern die sich bauen Der lassen. Turm ist ja So. kaputt. Bitte? Turm ist ja hier kaputt. Weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Warum habe ich den Bauroboter? Achso. Ich habe ja das Drohhang abgerissen. Oh, ich will den Zug, der da steht. Ich will den Zug, der da steht. Willst den Zug, der da steht? Ja. Okay. Zwar will ich unsere neue Station damit einfügen. Und jetzt einen Drohnenhangar hier hinsetzen.
natürlich so, dass die noch irgendwie an das Logistiksystem kommen. Ah, das ist doch widerlich. Funktioniert natürlich so nicht. Moment, dann mache ich so. Die reiße ich ab. Können die nämlich trotzdem da stehen bleiben. Und man kommt da trotzdem lang. Oh. Ah ne, funktioniert doch nicht. Machen wir nochmal abreißen. So. Zack, 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 zack. Ganz schnell. So. Warum geht denn das hier gerade nicht? Was ist denn da los? Kein Strom? Ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast. Warum hast du denn keinen Strom? Muss ich dich weiter umsetzen? Achso, ja. Die haben natürlich nicht so viel Reichweite, die Teile. Zack. So. Die holen es von da unten. Ach, die sind gar nicht miteinander verbunden. Ah, shit. Dann können die von oben gar nicht helfen. Nicht? Nee. So shit. Was aber auch. Ja, ja. Du weißt es natürlich. Ja, ja, hätte ich dir sagen können. Ja, natürlich. Du hast ja nicht gefragt. Ja, genau. Habe ich denn noch einen Drohnenhanger irgendwo hier? Nein, natürlich wieder nicht. Was ist mit dem Drohnenhanger? Das ist zu weit weg. Also dieses Drohnenhanger hier muss auf jeden Fall noch ein Stück hoch. Ach, das ist verbunden mit dem unteren. Warum ist denn da unten eins? Wo? In Ikan Eisen. Ist ein Drohnenhanger. Das habe ich gerade, das habe ich gerade gebaut. Ah, okay. Damit die da unten repariert werden. Hm. Macht Sinn. Eben, weil das wurde bis jetzt nicht repariert und das war mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Oh, die fliegen jetzt dahin. Dann werde ich das als Verbindung nutzen. Den beiden hier. Hier ist doch bestimmt noch natürlich nicht. hier fehlt genau ein Platz. Reiße ich einfach jetzt mal eine Solarzelle hier ab. Passt es nämlich hin. Braucht er natürlich noch Strom. Mal so einen Gammelstrommasten hin. So. Weil ich möchte eigentlich, dass ich die Kiste nur oben voll mache. Weil hier kann das Lager, also das Hangar stehen bleiben. Was auch immer du für eine Kiste meinst. Alles richtig. Ich habe schon so meinen Plan. Oh. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ja. Dann ist alles kaputt gegangen. So, hier fehlen mir auf jeden Fall noch ein paar Lampen. Die werde ich jetzt manuell setzen. Tun deine Lampen, sonst seht ihr ja wieder nichts. Zack. Warum fehlt hier Strom? Macht überhaupt keinen Sinn. Achso, müsste natürlich auch die Umspannwerke auch da in die Kiste legen. Ja. Habe ich natürlich vergessen. Oh, hat er vergessen. Ja, meine Güte. Was ich nicht alles vergesse. So. Nämlich 11 Stück dabei. Lasse ich jetzt mal selber noch 2 dabei. So. Und das müsste ich noch ein Stück nach rechts verschieben, sehe ich gerade. Haben wir natürlich jetzt so ungünstig dahingesetzt. Da hätte eigentlich noch eine dritte Solarzelle hingekonnt, also ein Solarkraftwerk. Oh, dort sind gar keine Bauroboter mehr, gar keine Roboterkits mehr. Okay, ja, dann füll nach. Ja, ich habe nur leider nicht mehr so viele dabei. So, erstmal 50 Stück wieder. So, wir laden natürlich die Akkumulatoren nicht auf. Warum nicht? Nicht genug Strom oder was? Ein bisschen Construction Robots. Also ein bisschen Construction Robots. So. Laden die jetzt auf? Ne, jetzt entladen die. Ach so, es war gerade Nacht und deswegen konnten die nicht. Ah ja, okay, jetzt laden sie auf. So, momentan reicht es aber noch nicht. Also wir brauchen noch mehr Solarzellen. Halt, da Schwede. Ja, das ist es halt. So, dann reißen wir dich erstmal so lange wieder ab. Das hat der Nachteil, wenn du die Akkumulatoren mitladen musst. Aber es ist schon mal gut, dass damit immer die Steam Engines ein bisschen entlastet werden tagsüber. Ja. Weißt du was, warum mache ich das eigentlich hier so doof mit Drohnenhanger? Hangars. Ich nehme einfach jetzt die Drohnen in meine Tasche. Lass dich nicht vom Zug überfahren. Ja, ich weiß. Hast du einen mobilen Drohnenhanger? Ach nee, den hab. Ah nee, stimmt, den muss man ja erst bauen, ne? Ja, den musst du in der Rüstung reintun.
Ah ja, okay, das habe ich natürlich nicht. Oh, hat er nicht dran gedacht. Ah, Aber habe ich nicht dran gedacht. das ist geil, wenn du dann mit Drohnenhangar unterwegs bist und dann die ganze Zeit vor dir Türme setzt und dann damit dir auf den Sack gehst. Genau das hatte ich vor. So, dann setzen wir jetzt hier. Ja, okay. Zwei Züge waren auf der untersten Linie unterwegs, ne? Wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ja, genau. Gut, dann sind jetzt bei haben jetzt beide Züge die neue Station mit drin. So, da wollen wir Kümmerturm. Hier unten Solarzellen. Können hier noch welche hin oder auf die rechte Seite? Also ich würde am liebsten jetzt eigentlich die Zugstrecke noch mal ein bisschen weiter nach rechts setzen, dass ich dann noch mal ein Solarzellenkraftwerk dazu packen kann, dazwischen Nee, packen hä? kann. Irgendwie habe ich da jetzt gerade den. Oh. Weißt du, wie ich das meine? Ich glaube schon. Ja. Also jetzt die rechte Seite bei Ikan Eisen. Also die rechte Strom sage ich schon. Die rechte Zugstrecke. Würde ich einmal noch ein Stück nach rechts setzen. Wenn es sein muss. Kannst du die vielleicht anhalten in der Zeit? Wenn du die untere Schiene abreißt, halten die sowieso an. Ah ja, stimmt. Genau, da war ja was. So. Dann mache ich das mal kurz. Ach, hier ist eine Kurve drin, das ist ja ätzend. Gut, dann mache ich das ab hier. Mach mich auf den Weg, zwischendurch mal auf den Weg nach oben wieder. Ja, du nuschelst gerade, ich verstehe dich nicht Ja, so ich gut. nuschel. Ja, du nuschelst. Lass mich doch Hallo? nuscheln. Immer Nee, meckern. ich will nicht, dass du nuschelst. Scheiße, So, immer wieder das Gleiche mit dir. Schlimm. Kacke. So. Jetzt hier. Zack. Genau, einmal so. Da reicht natürlich auch wieder. Die Reichweite nicht. Da brauche ich noch einen Drohnenhanger. Hast du noch einen Drohnenhanger dabei? Nein. Das ist schlecht. Ich hätte auch gerade nicht genug Ressourcen, um einen zu bauen. Das Problem ist ja, die brauchen immer eine gewisse Reichweite, die ich gerade nicht Hi. gewährleisten kann. Aye. Aye, aye, Die Captain. du nicht gewährleisten kannst. Boah, was kannst du denn mal gewährleisten, Junge? So, ich nehme jetzt mal von hier ein paar einen Haufen Reparaturkits mit. Ja. Die kommen dann gleich mal unten rein. Ein Haufen. Oh. Was? Wo habe ich denn die Dinger? Da. Weiß ich So, nicht. machen wir es einfach so. Ja, ich wusste gerade nicht, wo ich das Blueprint hinlegen soll. Alles wie immer. Ja, alles wie immer, genau. Alles wie So. immer, gab es verwirrt. Genau, ich wusste nicht. Was? Okay, das müsste doch jetzt bald mal reichen mit den Solarzellen. Aber ich befürchte, dass es nicht reicht. Du fürchtest? Nein. So. Das ist schlecht. Passt das hier hin, übergangsweise? Sollte eigentlich, ja. Damit die das fertig bauen können. Ah, setzen wir mal einen weiter nach oben. Damit er auch Strom hat. So, wunderbar. Was hebt mir Jetzt. denn momentan? Haben wir schon wieder ein Stahlproblem? Ja, wir haben doch ständig irgendwelche Probleme. Tatsache, wir haben keinen Stahl. Ja, toll. Und wie kommt das? Ja, die Dinger sind nicht schnell genug. Warte mal, ich werde mal Wahrscheinlich hier. wegen deiner genialen Optimierung. Was? Was? Genau. Genau. Ja, daran wird's liegen. So, ich baue jetzt gerade die Strecke nochmal um. Also die habe ich ja jetzt schon umgesetzt. Wie hast du denn das hier gemacht? Ach so, okay. Bin ich hier? Ja, ich bin gerade quasi laut am Denken. Oh je. Oh je, oh je, nee. Gavax sind laut am Denken. So, genau, hoch. Oh, und da machen wir eine Kurve rein. Die müsste ja eigentlich passen. Na, so, jetzt so. Dann perfekt. Obwohl das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann kann ich hier in der Zwischenzeit einen neuen Zug aufs Gleis setzen gleich. Ja. Siehst du, hat auch seine Vorteile, dass ich das alles umsetze. Siehst du, ich denke sogar mit. Was? Ja, genau, was? Hier direkt Strom dran setzen, weil sonst haben sie unten keinen Strom mehr. Lämpchen setzen. Aber ganz wichtig, Lämpchen setzen. Total. Ja, wenn es dunkel wird, sieht man ja nichts.
Das ist stockduster alles. Ich das hier vielleicht noch gedeichselt. Könnte sogar klappen. Der Strom geht bis da oben hin. Zugsignal. Ein normales, kein Zugvorsignal. Muss ich mir merken. Und dann setze ich nämlich hier noch Solarzellen hin. So, dann hau ich jetzt. Passt hier natürlich wegen einem Ding nicht. No, toll. Machen wir das so? Wieder typisch. Bitte? Genau, hast mich schon verstanden. Nein, hab ich nicht. Nicht? Kannst du dich bitte akustisch wiederholen? Hallo? Alles wie immer. Hör doch mal zu, meine Güte. Naja. So. Wir bauen das jetzt auf, wunderbar. Wie soll ich jetzt eine Zucht da drum legen? Warum hast du das so gemacht? Mach ich das doch lieber so hier. Was habe ich wie gemacht? Ja, du hast hier anders gebaut, als ich jetzt erwartet hätte. Ach, habe ich dich überrascht? Überrascht, ja. Oh, ich mache das jetzt. Oh, nice! Wie geil es gepasst hat. Auf den Zentimeter, genau, als ob ich es geplant hätte. So macht man was. So, kriege ich die Kurve da rein? Ja, perfekt. Hä? Was macht man? Was ist denn das? Nee, das soll so nicht. Doch, jetzt so. Perfekt. So. Dann muss da ja wahrscheinlich noch eine Kurve hin. So, und dann wieder. Oh, nice. Passt perfekt. Oh, geil. So, perfekt. Also, ich find's geil, dass das gerade so perfekt passt hier mit dem Zug. Mit der Linie. So, guck mal. So. Ich schleife dir dran vorbei. Meine und dann muss ich deine Zugsignale natürlich wieder ersetzen, ne? Tropfen wäre nicht schlecht. Also wäre nicht schlecht. Ja, momentan sitzen nämlich keine drin und die Züge fahren schon. Wow, Alter. Du hattest zwei Zugsignale. Mal so, das ist eine Zug hier und das andere oben. Hier war das irgendwo. Setzen wir es jetzt einfach mal hier hin. Sollte ja reichen. Boah, hier setze ich auch mal eins hin. Ah ne, da steht ja schon eins. Okay. Gut, dann haben wir hier eins. Da passt ein Zug rein. Da passt ein Zug rein. Boah, ich setze hier auch noch mal eins irgendwo. Da ist eins. Dann hier zwischen noch. Passt nämlich auch noch mal. Hab gerade einen neuen Zug auf die Linie, auf die Linie gesetzt. Okay. Und mir fiel gerade ein, es macht gar keinen Sinn, einen Zug nur zwischen Frankenfahrt und Ikanöl zu hin und her fahren zu lassen. Warum nicht? Naja, das Problem ist, wenn vor dem einer ist, der in Kupferkohle Südeisenbahn an den Kupfertropfen hält, dann muss der sowieso immer hinter dem hinterher juckeln. Ach so, ja, weil er zu langsam ist, ne? Der kann ja nicht überholen. Ja, stimmt. Warum muss ich die jetzt hier manuell setzen? Haben die wieder in ihrer Kiste keine? Dann machen wir das so, dass ich die einfach mal manuell setze. Irgendwie hängen alle Züge hängen gerade hier oben. Ist so. Doch gut, solange sie vollgeballert sind. Ja, ich schicke den einen gleich mal wieder weg, ey. Da ist nämlich so. Die Kohlezucht dazwischen. Also jetzt stellen wir mit den Solarzellen, wir haben 703 Solarpanels, also bitte. Wir stellen jetzt 42 Megawatt her. Ja, ist doch super. Also guck das mal an. Die Dampfmaschinen laufen gar kaum. Guck, siehst du das? Die produzieren 500 Kilowatt. Das erklärt auch, warum hier unten überhaupt nichts mehr läuft. Das ist super. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie es nachts läuft und am nächsten Tag dann, wenn die Akkumulatoren. Richtig. Und kann sein, dass die dann noch anspringen, aber das wäre dann nicht so schlimm. Genau, und danach müssen wir zusehen, dass wir auch, wenn Laserkanonen schießen, dass wir dann trotzdem genug Energie haben. Ja. So, dann werde ich jetzt hier auch noch Solarze. Ja, werde ich mal gucken, wie ich das hier dann setze. So, jetzt sind alle Züge gerade wieder unterwegs. Keiner hier oben. Ja, sehr schön. Ist meine Kiste gerade leer? Oder? Hoppala. Wo ist denn gerade der Ikan-Ölzug? Ist der gerade auf der Strecke? Kann sein. Kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. So, jetzt muss ich auf jeden Fall Akkumulatoren noch bauen. Habe ich ja Solarzellen eigentlich ausreichend.
Genau, jetzt setze ich hier noch mal ein paar Kombinatoren. Mache ich das? Zack. So, aber weißt du was? Ja, weiß ich Ich mehr. fürchte, unser kleines Experiment müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Ja. Also, um zu sehen, ob unser Strom reicht oder nicht. Genau, das ist quasi ein Und, Langzeitexperiment. genau, und ich sehe gerade, ja, da oben das Kohlefeld, das produziert auch nichts mehr. Das ist schlecht. Von daher ist es gut, dass wir. Ja, gut, wir haben das andere Kohlefeld angeschlossen an den Zug. Oder habe ich gemacht. Das neue Und meinst du? jetzt haben wir mit den Solarzellen genug Strom, dass wir weniger Kohle verbrauchen. Von daher denke ich mal. Sollte passen. Jetzt brauchen wir dann Ja. später, brauchen wir nur noch Kohle für hier die Polymer. Plastiksachen oder Ja. Polymer, genau. Plastik. Eben. Deswegen denke ich mal, wird das alles schon noch. Wird das jetzt funktionieren? Kriegen wir schon hin. Geht klar. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Über einen Daumen hoch würden wir uns freuen. Über ein Abo oder ein Comment. Wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, nach dem Motto, bei Folge so und so, in Nummer, Uhrzeit so und so, haben wir einen Fehler gemacht. Wir Genau. haben Kohle übersehen. Ist klar. Nicht, Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.